Ja, als Leiter eines Produktionsstandortes der chemischen Industrie kommt man nicht umhin, eine kritische Position zur Entwicklung der Energiewende einzunehmen. Die Energiewende an sich ist auch natürlich von der Prozessindustrie mitgetragen. Die Frage ist nur die Art und Weise der Umsetzung, die letzten Endes zu jedem Zeitpunkt zu verträglichen Energiekosten und auch einer ausreichenden Verlässlichkeit der Energieversorgung sorgen muss. Jetzt ist es so, dass größere Standorte der chemischen Industrie in der Regel eigenständige Energieversorgungsanlagen haben und diese auch nach den Grundsätzen zum Beispiel der Kraft-Wärme-Kopplung betreiben und damit sicherstellen, dass ein hocheffizienter Energiewandlungsprozess greift, der letzten Endes den notwendig für die Produktion notwendigen Produktionsdampf auf der einen Seite herstellt und auf der anderen Seite als Koppelprodukt Strom erzeugt. In nicht seltenen Fällen ist diese Stromerzeugung über den eigenen Bedarf hinaus und man gibt dann üblicherweise diesen Zusatzstrom in den Markt hinein. Und da beginnt das Problem. Durch die Energiewende und durch die über den Grenzzeitraum schon hinausgehenden Subventionsanteil, nämlich die EEG-Umlage, wird eine massive Verschiebung von marktwirtschaftlichen Grundsätzen herbeigeführt. In der Konsequenz ist der Strom an der Börse so günstig, so billig zu erwerben, dass ein eigen hergestellter Strom in keinster Weise mehr wettbewerbsfähig betrachtet werden kann. Das führt zu Erlösverlusten für die, die Überschussstrom in den Markt hineingeben. Und auf der anderen Seite straft es letzten Endes die, die hocheffiziente Gaskraftwerke gebaut haben und in Betrieb nehmen wollen, weil sie letzten Endes aber keine Wirtschaftlichkeit haben und damit letzten Endes gezwungen sind, diese Kraftwerke stillzulegen. Dieses Dilemma muss unbedingt beseitigt werden, weil es kommt dazu zu Wettbewerbsverzerrungen in der Prozessindustrie, wenn es darum geht, Investitionen an den Standorten zu bringen. Dann wird der eine Standort begünstigt, der andere benachteiligt. Und ich rede gar nicht davon, was ansonsten in der privaten Wirtschaft zu diesem Thema zu sagen wäre. Ich möchte also zusammenfassen: Energiewende ja, eine weiterführende Subventionierung über eine EEG-Umlage, die dazu führt, dass der Strompreis am Markt zu niedrig ist, ist nicht akzeptabel. Wir brauchen stattdessen Wettbewerb auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Das schaffen diese Produkte, das schafft dieser Markt. Und man muss da mit Zuversicht rangehen, so wie wir es auch gewohnt sind, uns im Wettbewerb zu stellen.